Eine neue Geschichte wurde freigeschaltet. Du kehrst zu dem Punkt der Handlung zurück, bevor die Gruppe Mondoragon herausfordert. Begib dich zur königlichen Bibliothek in Valsena und damit erstmal willkommen zurück. Wir spielen heute weiter und zwar Trials of Mana. Mana. Wie auch immer. Das ist meine Heldengruppe und lang, lang ist es her. Ich habe gelesen, es wird sich gewünscht, dass wir hier nochmal diese eine kleine Geschichte, die am Ende der normalen Hauptstory präsentiert wurde, dass wir die nochmal zusammen durchgehen. Und ja, habe ich jetzt auch Bock drauf. Und mal ganz ehrlich, ich habe ja eh genug Zeit. Ich habe lange überlegt, ob ich jetzt nochmal mit Final Fantasy XII anfange, aber das wurde bis zum 9. Juli wahrscheinlich nichts werden. Und so ein halbes Projekt anfangen und nicht beenden, ist auch immer blöd. Deswegen habe ich jetzt erstmal mir vorgenommen, ein bisschen Ruhe mir zu gönnen. Draußen die Temperaturen, mega warm. 35 Grad ist hier Dauertemperatur. Ich habe es auch einfach von der Temperatur her gar nicht geschafft, eine Folge aufzunehmen. Selbst jetzt, ich bin hier nahezu nackt vom Mikro. In solchen Momenten bin ich froh, dass ich keine Facecam habe. Dann müsste ich mir nämlich, weiß ich nicht, was anziehen. Oder ich mache auch so eine Aufnahme in dem Pool. Ist da hier sehr beliebt. Hat auch so einen komischen Namen bekommen. Wo jetzt die Frauen da in ihren Bikinis in dem Pool sitzen und da irgendwie was streamen. War das so? Vielleicht täusche ich mich auch. Keine Ahnung. Ja, das machen wir nicht. Meine Nippel bleiben keusch. Werden noch nicht der Welt präsentiert. Aber wir werden heute weiter spielen mit Trials of Mana. Und wenn ihr nebenbei so ein bisschen Luft ins Mikro pusten hört, dann bin das nicht immer ich. Der Ventilator ist natürlich an, weil sonst kriege ich einfach die Krise. Und selbst meine Katze ist ja schön auf dem Tisch. Normalerweise, wenn ich anfange, die Aufnahme zu starten, dann hat die keinen Bock drauf, springt runter und lässt mich in Ruhe. Und heute, oh, kann ich sie streicheln. Oh, ist das süß. Das ist richtig cool, die guckt mir quasi zu. Da komme ich gar nicht zur Aufnahme. Ah, Leute, wir müssen doch. Wir müssen dort zu Potte kommen und deswegen gehe ich auch mal auf meine Items und rufe Flämmchen. Ich weiß auch überhaupt nicht, wo ich hin muss. Und es wäre auch schön zu sehen, dass unsere Helden nochmal eine weitere Stufe aufsteigen. Also von ihren Klassen her, meine ich. Es gibt ja noch eine Stufe 4. Vielleicht kriegen wir die auch heute. Oder in der nächsten Folge. Ich habe keine Ahnung, wie lange hier das Endgame noch dauern wird. Und nein, ich werde keine Platin holen. Ich habe auch nicht vor, auf Stufe einfach die zweite Geschichte zu erleben. Irgendwann später vielleicht ja. Die Platin-Trophäe ist ja auch sehr einfach. Hatten wir schon mal drüber gesprochen. Aber es ist erstmal nicht mein Hauptziel. Und ich muss hier anscheinend hin, ne? Valsena, genau. Denn dort ist ja auch die königliche Bibliothek. Mal gucken, ob denn nicht der Geist im Buche irgendwas zu sagen hat zu der einen Succubus, die ja auch schon im letzten Part gezeigt wurde. Denn so haben wir ja die Folge beendet. Unheilvolle Dinge sind geschehen, denn jetzt, wo die Mana-Göttin weg ist, so war es ja Glaube, und die Energie nicht mehr vorhanden ist, also geschwächt, ist die Welt voll Energie. Und schon haben noch finstere Mächte als der Endgegner vom letzten Part hier das Sagen. Ja, so sieht es nämlich aus. Da denkt man, wir haben den Oberbösewicht besiegt. Nein, ganz tief im Erdkern schlummert noch irgendwas anderes. Und hier ist wieder Sanji. Wir begrüßen dich, Sanji. One Piece könnt ihr auch mal wieder weiter gucken, aber ich weiß ganz genau, da werde ich eh nur enttäuscht. Mittlerweile müssten so viele Folgen rausgehauen sein, dass ich die am Stück gucken könnte. Cool, ist noch irgendjemand? Tenkai bestimmt, aber er guckt ja hier nicht zu. Deswegen wird er nicht antworten können. Egal, wir gehen mal hier zur Truhe. Guck mal, die haben wir schon seit Anbeginn des Let's Plays nicht geholt. Ein Stückchen Schoki. Da ist er. Das ist also die Bibliothek von Valsena. Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen. Das sieht eher aus wie so ein großes Inn. Mit größeren festlichen Mahlzeiten, die man bestellen kann. Aber denkst du? Da ist das Buch da. Das Leuchtende. Noch keiner hat es gesehen, aber wir. Uns ruft es. Hm? Was ist das Buch? Er hat Nasse reingestellt. Oh, does this mean that you can see my aura? Oh, a talking book? Können nicht alle sehen, okay? Wir sind was Besonderes. Ah, yes. I was once a great magician, known as Master Grand Qua. Your world is in grave danger. And that danger's name is Annis the Witch. Annis the Witch
has been revived. Annis the... who? She's a magic user from the realm of the Mana Goddess. Annis is the reason this world continues to be in peril. Annis intends to open a portal to Marvolia and destroy this world. There is but one way to face such a terrifying force of evil. You must reach the strongest class I ever discovered. Class 4. Ach, darum geht's ja sogar. Class 4? Please, you must find a way to switch to Class 4 and defeat Annis. Save this world from the chaos she brings. Whoa, I didn't know I could change to a 4th class. How do I do that? In order to reach Class 4, you must obtain a specific item. Wie immer. That item is es ist immer das Gleiche. The Valor Sphere. Oh, Tapferkeitsbügel. The Kind Sphere. Hm. The Sage Sphere. Interesting. Hm. Luck is on your side, as fate would have it. These class items can be found in places important to you. Perhaps even kept by people to whom you have a deep connection. Hm, der König vielleicht. I beg of you. You must reach Class 4 to stop Annis and save this world from utter destruction. Kept by someone deeply connected to me. Perhaps something from Father, or... This ribbon belonged to my mother. Could it be what I need for Class 4? Ist die Mutter nicht schon tot? No. I suppose it is not. Hmm. It must be some other object. Let us go to Laurent and see what we may find. Warum? Ich würde sagen, wir splitten uns auf. Soll doch jeder erstmal für sich selber suchen, oder? Wäre das nicht besser? Schneller? Der bessere Weg? Nein, wir sind natürlich ein Team. Wir bleiben zusammen. Wir leben zusammen, wir sterben zusammen. Und der Name Annis, Alter. Ich musste sofort an Peter Innes denken. P. Innes. Der gute alte Witz. Und sie heißt auch Annis. Heißt sie Petra mit Vornamen? Auch P. Innes. Es ist rumpeliger Witz, ich weiß, aber er musste einfach sein. Und es gibt diese Leute. I think we should head towards places that hold meaning for you all. Naja, also mein erster Gedanke war der König, weil unsere größte verbotene, guck mal, da ist doch schon direkt der Stern. Hab ich doch gewusst, also den hätte ich jetzt nicht gebraucht. Weil entweder wäre es unsere Schwester oder unsere Tante oder der König, weil der König war doch mit unserem Vater rumgehangen und wenn nicht er, wer hätte denn dann noch eine noch größere Verbundenheit zu uns? Mausi, sag's nur dazu, hm? Oh, sie genießt immer noch die schöne Ventilatorluft. Oh, ich würde es gerne immer so haben. Das ist richtig cool, wenn du so ein Haustier hast und es bleibt die ganze Zeit hier neben der Aufnahme sitzen. Richtig cool. Vielleicht gibt es hier mal kurz einen Break. Nein, wir machen weiter. Wir machen weiter. Ja, erstmal aufspeichern. Ich habe gesehen, wir hatten ja schon keine Lebenspunkte mehr. Valor Sphere? Guess we better go ask him. Da ist er. Aber er will sich erst einem Test unterziehen. Oder will er uns testen? Der ist ja verrückt. Guck mal hier, das sieht so aus, als ob er gegen uns kämpfen möchte. König, hast du den Verstand verloren? Geben uns die Kugel. Oh, Duran, you have come at a most opportune time. I have awaited your arrival. Hm? Warum? Waited for me? But why? Is something wrong, Your Majesty? Der weiß doch Bescheid. In these trying times, the world is in need of swordmasters of merit. In order to find such persons in our kingdom, we will hold a tournament. A tournament? What say you, Duran? How strong have you become in your travels? I imagine the kingdom would rejoice to see the champion of the youth division appear in this competition. Yes, sir. Please. I'm in. Aber wieso ist das schon wieder so ein Jugendturnier?
Duran, you will participate in the main event. Ja, ich wollte schon sagen. This is the chance I've been waiting for. When I got my tournament invitation, I never thought I'd be facing off against my old enemy. Hey, Duran. Looks like I'm your first opponent. Think you're tough? Huh? Do you? You got another thing coming. Duran, take this time to prepare for the tournament. When you're ready, come and speak with me again. Naja, ich bin ready. Ich war noch nie so ready. Sowas von. Ich hoffe, wir kriegen nicht auf die Mütze, weil der jetzt Level 90 ist. Will now commence. You're about to see how strong I've become firsthand. This is what training will get you. You ready, Duran? Ja, Mann. You work so hard. I am certain you will win, Duran. Das heißt, wir haben jetzt hier einzelne Prüfungen. Auf Frauen gucken zu, wir dürfen nicht versagen. Level 50 ist er, schaffen wir. Oh, hier muss jetzt mal wieder reinkommen. So, wir haben hier Ausweichen, wir haben Springen. Alter, easy. Das war ja nicht mal eine Aufwärmübung. Hier ein läppischer Erfahrungspunkt. Plus 1, okay, 2, ich habe nichts gesagt. Bitte nicht gleich 3 Level-Ups auf einmal. Yield! I yield! Hold your weapons! Duran is the winner! Ja, der ersten Runde. I'm glad you are not injured. Duran, I see that you have become much stronger. No! But I trained so hard to beat you! Hey, Duran! Next time, you'll be begging me to go easy on you. That's a promise. Yeah, you wish. I'll fight you anytime. You have progressed to the finals, Duran. You must be prepared. Das war's schon. Eine Runde, danach ist Finale. You warned. Your next opponent will not gut. Ja, es wird nämlich er selber sein. Ja, welche Überraschung. Das ist 100 Pro der König. Guck mal, dieses verschmitzte Grinsen, ne? Aber, na, also, Herr König? Das geht so nicht. Wieso hat er überhaupt hier die Schulterschütze von, wer heißt er? Von Bowser. Was soll das? Ja, das ist Bowser. Das ist die Manifestation, also die Personifizierung von Bowser. So ist es. Wir haben ihn entlarvt. Aber das Turnier... Junge, das kann so nicht weitergehen. Ein Turnier besteht aus mehr als nur einer Hauptphase und eine Vorrunde. Also König. Mein lieber König. Das muss ich dir wohl erstmal ins Hohn prügeln. The Sword Mastery Tournament Finals will now commence. Ja, du musst jetzt schmeiß deine Rüstung weg und zeig mal deinen gestählten Körper. There's no one here. Am I meant to fight you, Your Majesty? No, Duran. Doch nicht. I have a very specific opponent in mind for you. Der Purpur-Zauberer. Das wäre richtig geil. Duran's opponent for the Sword Mastery Tournament is... Ist der Vater? Quatsch. Loki. Hä? The Golden Knight. Loki? But that's my dad. Hä? That's impossible. My dad... is dead. Duran, my son, I am here to test what sort of soldier you have become. Now, put our past behind you and fight me. Der Vater war so nervig. Dad. Hey, und keiner fragt sich, wie das sein kann? Das kann doch gar nicht sein. I'll defeat you in my own right. As a fellow swordsman. Also ich kann mich daran erinnern, dass der Kampf gegen den sehr nervig war. Weil der war nämlich super schnell. Aber wir sind alleine. Oh, Mucke. Das ist genau die richtige Mucke. Badam, bam, bam, badam. I
never dreamed I would have the chance to face my son. Oh, hat mich getroffen, Miskat. This too is thanks to the providence of the God. Okay, warte erstmal ab, was er kann. Alter, wir müssen ausweichen. Okay, warte mal. Also, was haben wir gesehen? Die erste Attacke war, er hat sie angekündigt, hat lange gewartet und dann kam er auf uns zugedasht. Die zweite Attacke war eine Flächenattacke. Da habe ich gar keine Zeit, ihn anzugreifen. Da kann ich nur flüchten. Und die jetzt dritte Attacke, die habe ich gar nicht kommen sehen. Das war auch die schlimmste. Er hat sie nicht vorher angekündigt. Wir haben keinen roten Strahl gesehen. Das war, finde ich, die gefährlichste Attacke. Und wer weiß, was er noch drauf hat. Und ich habe auch keine Ahnung, was er hier für Elemente hat. Könnte er... Weiß ich nicht. Sollen wir pokern? Wir haben ja eben keinen Analyse-Tauber. Ich nehme mal Wasser. Andy, come on! Oh, ich hoffe, ich schaff's noch, mich aufzuhalten. Sagte er und hat richtig schön viel Schaden kassiert. Mann, also das... Ich habe bestimmt wieder völlig vergessen, wie nervig und bescheuert diese Kämpfe sind. Wozu gibt's diesen roten Bereich, wenn ich außerhalb stehe und ich trotzdem getroffen werde? Ich habe jetzt echt gedacht, jetzt bin ich außerhalb der Wirkung des Angriffs, nichts ist. Also das muss ja nicht sein, denn dann hätten sie ruhig diesen roten Bereich noch weiter reinzeichnen können oder rauszeichnen können. Das heißt, ich muss ihn von noch weiter hinten angreifen. Hässlich. Hässlich. Wir hätten ihn jetzt so schön viel Schaden zufügen können. Das haben wir gar nicht geschafft. Lacht uns nämlich aus, Herr Miskat. Okay, die Attacke hat aber ein großzügiges Zeitfenster. Ach, das ist eine Combo-Attacke, wusste ich nicht. Aber es sieht gar nicht so schlecht aus. Ich muss mal gucken. Perfekt, kannst du schön von hinten attackieren. Kann ich ihn aber unterbrechen? Hatten wir nicht noch mehr Zauber? Es sieht nicht so aus. Er hat nur Säbelmagie, aber die bringt ja anscheinend gar nichts. Ich freue mich, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Vielleicht bringt es ja doch was. Crap. Oh. Schweigen ab. Hätte der uns jetzt getroffen, wäre weg gewesen. Warte mal, vielleicht kann ich ja doch nochmal eine Magie benutzen. Ist der andere viel stärker? Er macht Konter. Alter. Going down!
Master your sword! Take that! Here goes! Ich weiß ja, bis der Konter so eine Abklingzeit hat. Aber ich finde, das geht. Er ist über die Zeit dann doch einfacher zu besiegen als gedacht. Weil man kann sich schön einzeln besser konzentrieren auf den Gegner als in der Gruppe. Das war ja auch schon die Erkenntnis in den letzten Kämpfen. Und dafür, dass ich jetzt so über eine Woche gar nicht mehr gespielt habe, bin ich super zufrieden. Oh fuck, sagte er und starb auch sofort. Da war ich wieder zu gierig. Ich habe gedacht, komm, hau ich einfach drauf. Weil so viel Schaden macht er eh nicht. Crap. Beim letzten Kontrollpunkt. Ich hoffe, dass ich gegen diesen Runde 1 Gegner die nochmal antreten muss. Das wäre jetzt auch so unnötig. Hätte ich vielleicht vorher speichern sollen. Bei ihm machen auch unsere Helfsgüter, glaube ich, mehr Sinn. Weil wir haben ja als Item noch so eine Schwächung, wie du kannst den Gegner ja die Verteidigung senken oder auch den Angriff mindern. Das würde ich hier in einem 1 gegen 1 Kampf Sinn machen, oder? Ich denke schon. Okay, das ist Mist. Ich muss jetzt wirklich hier noch mal von vorne anfangen. Naja, der erste Gegner, der war ja eher so Fallobst. Oh, Durant! The Sword Mastery Turn. Muss ich mal gucken, ob ich das Ganze wegschneide. Je nachdem, wenn wir länger brauchen. Vor allem so ein totaler Billo-Gegner als Stufe 1 und dann kommt der Vater als Hauptgegner, alles klar. Oh, ich schwitze dermaßen. Mir glitscht schon das Pad aus der Hand. Und danach kommt trotzdem noch der König. Das wäre ziemlich episch. Hab ich vergessen. Frag mich mal nicht, warum ich das gemacht habe. Das frage ich mich nämlich gerade selber. Und ich bin enttäuscht von mir. Durant, come at me. Ah, da war ich leider. Ah doch, die Kombo reicht noch. Die Vierer-Kombo ist okay. Ich hab's schon wieder vergessen, gibt's das? Gibt's ja gar nicht. Er hat mich nicht getroffen, wie geht das? Nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, dass er sich gerade seinen Angriff vorbereitet hatte. Okay, es ist unsere Chance, dem jetzt mal irgendein Item ins Gesicht zu klatschen. Hier, magischer Angriff, magischer Abwehr, den brauchen wir gar nicht. Das ist doch ganz nett. Senkt die Verteidigung eines Gegners. Cover.
strength of the Golden Knight. Can you master your sword? Duran, come at me. Can you master your sword? Ah, schade. Ich dachte, ich schaffe die Kombo noch. Einmal mehr noch. Ja, Mann, Crosscut, weil wir haben noch so viele Skills. Und das war wieder so richtig unklug. Der Hammer. Er ist echt bewusstlos. Er wurde ausgenommen von uns. Ich hoffe, der Schaden ist mehr als 1800. Wir haben ja vorhin schon gesehen. Alter, 3100, nett. It's obvious that you've trained hard. I didn't understand what strength was when I was little. All I wanted was to be like you. Now I understand. And I ain't gonna lose this fight. Heilen. Aufheilen, bitte aufheilen. Heilen Sie sich. Komm schon, Alter. Ey, bitte, bitte aufheilen. Can you master your sword? Duran, come at me. Can you master your sword? Ey, das ist die beste Attacke, weil er scheint hier immer ins Leder zu spammen. Keine Ahnung, warum er das macht. Aber er trifft uns hier nicht, das ist der Hammer. Er trifft uns hier hinten überhaupt nicht. Konter ich mit Kreuzhieb. Ist er weg. Ja, Mann. Tschüss. Tschüss, Daddy. Okay, das war richtig cool. Das war ein schöner Kampf, so 1 gegen 1. Und es ist faszinierend, dass du wirklich in der Dreiergruppe ist es viel schwieriger. Einzeln macht das viel mehr Bock. Hold your weapons. Duran is the winner. Aber wir haben ihn doch schon befreit. Well fought, Duran. You dem Papi. Have become the strongest swordmaster in the world. Ja, aber wie kann das sein? Hier, wie ist jetzt hier, Vater? Fear not, my son. I cannot linger, for I am no longer of the living world. Das hat er schon mal gesagt. It is my fate to move on after this. Ja, bis in einem Jahr, dann ist noch mal ein Turnier, dann kommt er noch mal. You have surpassed me in fighting prowess. What more could a father wish to see? From his son. I have no regrets. Welcher Kind? Die Eltern wollen ja immer, dass das eine Kind auch ein Kind bekommt. Prince Richard, I humbly thank you for all that you have done for me. I too welcomed this opportunity. Think nothing of it, Loki, my friend. Aber wieso fragt denn keiner, dass das überhaupt ja so sein kann? Until we meet again, your highness. Das wurde ja einfach so hingenommen. Until we meet again. Okay, wir hinterfragen nicht. Stay strong, Duran. Ja, I promise. I promise myself. Of Wendy. Oh, wir haben ja Wendy schon völlig vernachlässigt. What better way could a man depart this world than in the arms of his son? The greatest swordsman in the land. Dad! Ja,
Es ist trotzdem so ein komisches Gefühl, dass ein Geist, der schon die Seelenruhe gefunden haben sollte, hier nochmal sich manifestiert als richtiger Gegner, den wir physisch attackieren konnten. Wir award the legendary treasure of Valsena, the Valosphere. I'm honored. Aber der Kampf hat Spaß gemacht, war cool. Und ich dachte gerade, der König hat ja so eine Attacke in der Hand und rammt sie uns so wie Naruto in den Bauch. Isn't that the class-switching item Grandpa mentioned? All right. Now I can finally reach class 4. Ja Mann, Super Saiyan 4. Kriegst du neue Haare, neue Haarfarbe. Ja, schön. Anhäufung. Gemeinsame Fähigkeit. Loki füllt die KA-Leiste beim Ausführen eines Aufladungsangriffs. Mann, was sieht man mit diesen Aufladungsangriffen haben? Alle 5 Sekunden um 10% auf? Das ist eine ganze Menge. Mache ich 10-mal einen Aufladeangriff, aber wir sind doch mit den normalen Schlägen auch besser dran. Ich weiß nicht, diese Aufladeangriffe sind nicht so meins. Ich bin lieber agiler, hau da ein paar Mal drauf, flüchte. Macht viel mehr Spaß. Und da haben wir sie, die Tapferkeitskugel. Tja, na dann. Wird getrommelt und jetzt können wir auch mal nach Laurentien. Mal gucken, wer da dieses... Ja, gottesgleiche Item haben wird, dass wir Klasse 4 erreichen. Aber was ich halt auch komisch finde, ist, dass wir erst hier einen Kampf gewinnen mussten. Ich meine, hätten wir nicht einfach sagen können, wir haben keine Zeit dafür, die Welt geht unter. Da können wir nicht hier ein Turnier abhalten. Dann behalt doch deine blöde Kugel. Dann retten wir eben nicht die Welt. Was haben wir hier? Hier war doch Endfight, oder? Altenia. Wir müssen nach Laurentien. Ach doch, Altenia war ja... Ach komm, dann bleiben wir hier. Dann bleiben wir einfach mal in Altenia und holen erstmal für unsere Angie die Kugel. Das dürfte die Mutter haben. Und bei Reese könnte es dieser Bengel sein. Wer war das? War das der Bruder? Ich glaube, zu ihm hat sie die höchste Verbundenheit. Ist ja nicht immer Nacht? Naja, Nacht nix. So, gehen wir rein. Ich sage, die Königin hat's. Und auch hier halten wir erstmal ein Turnier ab mit einer Vorrunde und dann gibt's den Hauptkampf. Und wir kämpfen dann nochmal direkt gegen die Mutter. Weil sie uns nämlich ausgelacht hat, dass wir keine Magie können. Und wir werden ja sowas von zeigen, dass wir doch Magie können. Da wird sich mir umgucken. Wir sind gar nicht abhängig von diesen Klassen. Ich sage euch hier und jetzt, wir würden bestimmt diese Succubus auch ohne Klasse 4 besiegen. Oder es gibt dort einen Skill, der benutzt werden muss. Ähnlich wie beim finalen Kampf gegen den Mana-Drachen bei Secret of Mana. There's only one person I could ask about this. Come on! I gotta go see my mother. Oh, ist ein bisschen traurig. Das erinnert mich an mich selbst. Es gibt nur eine Person, mit der ich so verbunden bin. Ich habe nur meine Mutti, sonst niemanden. Mit euch habe ich keine Verbundenheit, ich habe auch keine Freunde, niemand mag mich, alle wollen mich nur umbringen, außer meine Mutti. Ach, die wollte mich ja auch umbringen. Ja. Fühle ich mit ihr. Nur meine Mutter will mich nicht umbringen. Oh doch, ich weiß es nicht. Manchmal kam sie abends zu mir ins Zimmer und ich dachte, sie wollte mir gute Nacht sagen, aber sie hat immer irgendwie das Kissen auf mich drauf gehalten. Nein, das würde meine Mutter niemals tun. Ist die beste Mutti der Welt. So, rein hier. In die gute Stube. So, jetzt hier, bitte King Gemenke. Oh, Herr mit der Geschenke. I feel as if I have not seen you for a while. Where have you been? Na, du weißt doch, Mutti, ich komme immer nur, wenn ich was will. Mother, I wanted to ask. Do you know anything about the Sage Sphere? Where did you hear about that, Angela? The Sage Sphere. Is a treasure passed down through the royal bloodline of Altena. Ja, her damit. But
I fear that the awesome power it once held has all but disappeared over the years. Oh, ich muss die Kraft zurückgewinnen, oder was? That means... Yes. It no longer grants the ability to reach Class 4. However, I know of one way to return magic to the sphere. Only one, to be exact. Die blaue Flamme! Die blaue Flamme! In our magician kingdom's trial of queenship. Ach, ist doch Verarsche. Das ist doch Verarsche hier. No other way. But be warned that none have managed to complete the trial since the Sage Sphere lost its magic. Na, wie viel haben's denn, hä? Wie viel haben's denn bitte versucht? Ach so, sie auch nicht. Okay. Mother, the trial was too much for you? Dann wird's wohl ein paar Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte her sein. Given up. Recovering the power of the Sage Sphere. Then I will attempt the trial of queenship, and I promise I will complete it. Angela, even I could not endure such a trying challenge. Was soll das heißen, Mutti? I don't care. I have to do this. I need to test my magic. Very well. You must return to the Labyrinth of Ice to undertake the trial of queenship. I will ensure the entrance to the trial is open. Thank you, Mother. I promise I will succeed. Angela? Yes? I see such strength in your gaze, as I never have before. You have finally come into your own, my daughter. Thank you, Mother. I'm off! Dankeschön. Ich geh dann mal. Tschö. Ah, es tut mir auch ein bisschen leid. Guck mal. Das ist eine gebrochene Königin. Auch sie hat irgendwie keinen. Das ist ein bisschen. Das schmerzt mich, wenn ich das ja so sehe. Also, ich empfinde die hier alle so als mega einsam. Und selbst er hier. Der schafft sich mehr auf Toilette. Da scheißt er lieber die Wand an. Okay, ich würde sagen, raus! Raus, bevor die Witze hier noch schlechter werden und die Hütte hier auch heißer wird. Oh, ich glaube, das liegt an der Temperatur, Leute. Aus mir sprechen nur die Temperaturen. Aber übrigens, an die Wand scheißen. Ich habe auch... Nee, ich werde nicht wieder die alte Geburtstagsgeschichte auspacken, aber ich habe nämlich neulich, als ich durch Potsdam gelaufen bin, da habe ich echt auch so einen braunen Strahl tatsächlich an der Wand gesehen und da wurden Erinnerungen wach. Da hat 100 pro abends irgendjemand es nicht zum Klo geschafft. Widerlich. Von der Sonne getrocknet. Ja, ich muss drüber sprechen, das sind so meine Erlebnisse, wenn man hier so durch Potsdam wandert. Und warum müssen wir dann hier zum Eislabyrinth? Wo war denn überhaupt diese blaue Flamme? Ihr könnt mir gerne mal reinschreiben, was es damit auf sich hatte. Wir waren ja irgendwo in einem Königreich und da war doch dieser eine Ofen, wo eine blaue Flamme hinterlegt war. Es kann sein, dass es da auch mit Klasse 4 zu tun hat. Ich weiß es nicht. Da dürft ihr mich sehr gerne spoilern. Ich werde eh nicht hier alles holen oder erkunden. Vielleicht gab es doch noch mal so eine Art extra Spezialfähigkeit. Ein Item, irgendwas zum Ausrüsten. Ein Skill nochmal. Okay, gehen wir hier jetzt rein. Oder hätte ich auch hinlaufen können? Ich glaube, Flämmchen zu rufen, hier hinzufliegen, hat bestimmt länger gedauert, als einfach nur aus der Stadt rauszugehen. Dann wäre es nämlich bestimmt gleich hier links um die Ecke. Bei Detlef. Bei dem guten Detlef. Dem Torwächter. Zur Halle der Prüfung. Den wir schon aus Kindheitstagen kannten. Haben die eigentlich was Neues? Weil wir müssen jetzt so viele Asche haben. I have a wide variety of weapons from you to peruse. Ne, wir haben doch nicht so viel Asche. Come again. Also ich habe das irgendwie in da fehlt eine Null. Without quality armor, it won't matter how good your weapons are. Ach, die hat ja auch keine Verbrauchsgegenstände. Aber das ist ja mein Problem.
Weil langsam müsste ich mir mal da wieder ein bisschen was nachkaufen, oder? War das nicht so? 23? Oh, 13 bloß noch. Boah. Ich brauche Nachschub, Leute. Na, mal gucken, wie weit wir kommen. Ich könnte nochmal zurückgehen. Aber wir haben keine Zeit. Wir haben nicht hier den Luxus einer PlayStation 5 hier mit verkürzten Ladezeiten. Da muss jeder Ein- und Austritt in ein Level wohl überlegt sein. Wo muss ich jetzt denn hier? Okay, wir folgen mal dem Pfad. Wir sollen nach oben, also gehen wir nach oben. Da so. Hey, was this entrance here before? Keine Ahnung. This must be the entrance to the trial of queenship my mother opened. Don't worry, mother. I can handle this on my own. Also, bei Angie mache ich mir nicht so viel Sorgen, aber wobei doch. Weil sie hat zwar starke Magie, aber bei ihr wird ja, wenn da Lebenspunkte abgezwackt. Uhi. Oder kann ich jetzt hier mit ihr in der Gruppe rein? I wonder what sort of trial is waiting for you. Ja, kämpfen wahrscheinlich. But one thing is certain. Genau. I don't know. But nee, wir lassen die nicht aussprechen. One thing is certain. No matter what happens, I am going to complete this trial. I know this will make my mother proud of me. Das ist auch schon wieder so sinnlos gewesen. Da haben sich hier zwei Krüge hingestellt, die uns Lebenspunkte und Magiepunkte zurückgeben. Und hier haben sie eine Mana-Statue, die genau das gleiche macht. Also manchmal ist es echt seltsam. Es kann auch sein, dass hier in dem Remake einfach diese heilenden Statuen dazu, kann man sagen, gepatcht? Einfach neu entwickelt wurden? Trifft es wohl eher? Ich habe keine Ahnung, wie es im Original gewesen ist. Stimmt hier ein Endboss, oder? Ugh, I can't see anything in here. Hä? So, what is the trial of queenship anyway? Everyone wait. There is something ahead. Bosskampf? Wer ist das? Jemand mit X-Beinen. Gegen sich selbst. Schattenklon. Me? So the trial of queenship is overcoming yourself? Fine. I can do this. I can be better than myself. I can even be better than my mother. This is my chance, and I won't let it go to waste. I'll show you what I can really do. Ich kann nicht ausweichen. Ich kann dieser Attacke nicht ausweichen. Explosion kommt viel zu schnell. Wie krass ist das denn? Da habe ich keine Chance. Da habe ich ja nur Chance. Oder ich bleibe in ihrer Nähe, in der Hoffnung, dass sie Nahkampfangriffe macht. Das hier zum Beispiel, genau. Ey, das schaffe ich nicht. Ich hab sowas von keine Chance. Weil selbst mein stärkster Zauber funktioniert dann nur, wenn sie sich nicht bewegt. Ey, haben wir die überhaupt getroffen? Ey, da muss ich mich umskillen. Da muss ich mich ja mega umskillen. Weil ich darf ja keine Lebenspunkte verlieren. Oder doch, ich darf Lebenspunkte verlieren, aber ich brauche halt... Ich brauche selber schnelle Zauber. Mein stärkster Zauber wird hier überhaupt nicht funktionieren. Was mache ich denn gegen die? Ich habe erstens zu wenig Lebenspunkte. Ich habe auch keine mega krassen Buffs und Debuffs, die ich nutzen könnte. Oder? Habe ich die doch? Ich glaube nicht. Weil wir haben uns ja vorher immer auf Reese verlassen. Ich wundere, was sort of trial is waiting for you. Also das könnte hier eine härtere Nummer werden. Ich kann nur hoffen, dass unser Klon genauso wenig Lebenspunkte hat. So, what is the trial?
Naja, die hat wahrscheinlich gar keine Anfälligkeit, oder? Nee. Aber es muss ja irgendeine Magie geben, die hier gerade einen Bonus hat, einen Tagesbonus. Auch nicht? Crappy, mach ich ihn jetzt. Das kannst du vergessen, weil in der... Warte mal. Ich hab eine Idee. Ich hab eine Idee. Genau das hier. Das war eine ganz gute Idee. Für diesen Kampf ist das Item genau das Beste. Naja, wir können ja noch mal probieren, ob wir das hinkriegen. Sag mal, kann das sein, dass die mich ein bisschen verarscht? Oder darf ich einfach keinen starken Zauber nehmen? Das ist doch jetzt kein Zufall gewesen. Kontert die das? Macht die irgendwie Reflekt? Das war doch jetzt hundertprozentig kein Zufall. Ich habe zweimal mich dafür entschieden, meinen stärksten Move zu machen und zweimal bin ich instant ausgelöscht worden. Warum? Ich habe nicht gesehen, was da passiert ist. Ich habe es zweimal nicht gesehen. Also entweder hatte ich jetzt wirklich Pech, dass sie genau in dem Moment auch ihre stärkste Attacke gewirkt hat. Oder sie hat irgendwas, das es mir nicht ermöglicht, meinen stärksten Zauber anzuwenden. So sieht es nämlich eher aus. Weil ich fand, das ging. Das war okay. Und ich bin bestimmt auch unter Level. Ich habe gar keine Ahnung, was die an Level hatte. Aber die sah aus wie Level 65. Ne, wir hatten vorhin 65. Dann müsste die doch jetzt auch 65 sein, oder? Ich habe da nicht drauf geachtet. Aber gut, wir sind ja auch über 60. Und die drei Level Unterschied, die machen es jetzt auch nicht. Ich könnte höchstens noch mal... Nee, ich will es so schaffen. Ich will es einfach so schaffen. Ich will mich jetzt hier nicht umskillen, aber ja, könnte jetzt ein bisschen dauern. Ich mach das nochmal. Ich glaube, das macht mehr Schaden, ne? Hä? Ach, wir haben es gar nicht gewirkt. Mach nochmal. Wir wurden unterbrochen. Perfekt, jetzt machen wir 1000er Schaden. Das ist die Glocke. Ich habe zweimal vorhin die Glocke gesehen und zweimal wurde ich hier ausgelöscht. Vielleicht muss ich auf die einfach nur achten. Da hatten wir vorhin wahrscheinlich einfach wirklich nur Pech. Wir haben auch Glück, dass wir ab und zu Schadensnegierung bekommen. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Sie macht Vernichtung. Ich soll sofort auffallen. Too much for you. This
Ey, das ist ja die beste Möglichkeit. Dann hatten wir vorhin einfach wirklich nur Pech. Och, Alter. Ich muss mich auffallen. Warum auch immer schaffst du es jetzt, mich zu attackieren? Und sie greift wieder an. Das Mist. Das war aber sehr knapp gerade. Das war's. Dann war's ja doch sehr einfach. Ja, manchmal ist ein schneller Zauber in Kombination mit MP-Regeneration doch das bessere Mittel. Und ein bisschen auffallen, ich habe es mir jetzt echt schwerer vorgestellt. Es war ein Fehler, diesen starken Zauber zu wirken, und da hat sie einfach wirklich immer genau dann den besten Move gemacht vorhin. Ja, passiert. Meine Mutter konnte das nicht managen, aber ich überkam die Trial of Queenship. Ich war stark genug. Nee, das war auch nur Runde 1. Angela? Are you injured, Angela? I'm fine. I was just startled. It feels like the magic within me is overflowing. Oh, I get it. This must be proof that I completed the trial of queenship. Proof of my birthright. All right. Let's go back to Altena and talk to my mother. Allow me. So, ich hoffe, ich werde das jetzt nicht vergessen rauszuschneiden, denn was gerade passiert, ich will ja nicht, dass ihr euch dann auch erschreckt während des Zuschauens. Jetzt hat sich meine Katze gerade so richtig schön gestreckt, konnte ich mal hier Streichel, Streichel machen, und dann hat sie aber blöderweise beim Strecken mit ihren zarten Hinterpfoten so ganz langsam meine Maus runtergeschmissen vom Tisch. Und ich habe versucht, die Maus aufzuhalten, habe es natürlich verschlimmert, indem ich sie noch so richtig angedutscht habe und woanders hingeschmissen habe, und habe ich mit der anderen Hand mein Gamepad fallen lassen. Es ist so typisch. Na, mal gucken. Ich werde es bestimmt vergessen. Wenn nicht, werde ich es rausschneiden. Okay, dann bleibt bloß noch eine übrig, und zwar Whis. Resi, bitte gehen Sie zur Laurentien, und das wird auch der letzte Akt heute sein. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass der Minirock von ihr immer so... War das schon immer so? Kann man nicht daran erinnern, dass sie so leicht bekleidet durch die Gänge stolziert ist, oder ich habe mit ihr sehr wenig gespielt. Na, du machst. Das kann nicht sein. Come on. Der war ich ja rot im Gesicht. Kann man nicht machen. So, dann, ja, Trommelwubbel. Flämmchen, wo bist du? Wir brauchen Unterstützung, und hätten wir schon hier im eisigen Gebiet die Trommel läuten können? Wahrscheinlich nicht. Flämmchen kann ich einfach so in irgendein Eislabyrinth rein und es dort abholen. Das geht nicht. Wir bräuchten mal so ein Vieh wie bei dem Hollow Knight. Diese eine Wanderspinne. Da war es eine Spinne, nicht, war ein Hornkäfer, glaube ich. Also bisher sieht es ganz gut aus, dass wir auch immer noch genügend Items haben. Also wenn es in dem Tempo weitergeht, dann durfte ich jetzt bei Whis dreimal scheitern. Wir haben bei Durant die erste Runde nicht gleich geschafft. Haben wir einen zweiten Neuversuch gebraucht. Und in der zweiten Runde von Angie haben wir zweimal gescheitert oder gefailt. Sind zweimal gescheitert.
Das wollte ich damit sagen. Und jetzt bleibt noch Reese übrig. Und alle guten Dinge sind drei. Mal gucken. Aber sie kann sich ja richtig schön buffen. Und hat trotzdem eine richtig gute ATK. Ich kann mich bei ihren Skills aber... Boah, was war das? Sie hatte doch auch irgendeinen richtig coolen Skill. Das war aber nicht der zweite. Also wenn ich schlau wäre, müsste ich vorher ein paar Monster klatschen, dass ich ein paar KA-Punkte bekomme. Ja, wobei im Kampf durfte sie keine Schwierigkeiten bekommen. Also es sind bisher alles Einzelkämpfe gewesen. Gegen wen könnte sie jetzt antreten, ne? Was durfte ihre Prüfung sein? Es hätte auch einen gewissen Witz. Alma might have an idea. Wer ist denn Alma? She was a trusted friend of my parents after all. Alma. Wir haben aber keine Verbundenheit zu Alma. Das wandelnde Almanach. So, wenn wir sie nennen. Allow me. Okay, Reese, es ist doch deine Zeit gekommen. Ja, es hätte schon ein bisschen was Witziges, wenn eine Gütigkeitssphäre nur durch Kampf zu bekommen ist. Dann wäre ja der Begriff Gütigkeitssphäre schon völlig fehl am Platz. Ich hätte gerne eine Amazonensphäre. Das würde viel mehr passen. Okay, die kenne ich nicht. Wer ist das? Das ist Alma? Oh my, Your Highness. How are you faring? Alma, have you ever heard talk of something called the Kind Sphere? Wir wollen gar nicht darauf antworten. Wie geht's euch? Alma, also, aufpassen. Perhaps an heirloom. An heirloom? Yes, I may have an idea. His late majesty, King Joster, once told me that his crowning ceremony took place in the Somnosa Meadow. The Somnosa Meadow? As I heard it, a special royal artifact used in the crowning ceremonies of Laurent's kings and queens is enshrined there. And I believe it was called the Kind Sphere. Congrats, Reese. Oh, good. I'm actually glad we came all the way to Laurent. I am relieved. Shall we travel to the Somnosa Meadow? Mm-hmm. Das war doch mal ein guter Tipp und ja, Alma, vielen Dank. Wir haben alle Infos bekommen. Dann würde ich sagen, gehen wir auch schon sofort raus. Ich habe keine Ahnung, wo diese Aue sein soll. Alma. Die kommt mir irgendwie, also vom Namen kommt mir so bekannt vor, als ob ich irgendwann schon mal den Witz gemacht hätte, du siehst so im Alma aus. Wisst ihr? Es wird nicht besser, Leute, es wird nicht besser. Darum muss ich gerade nämlich denken, als sie gefragt hat, und, wie geht's dir gut? Und dir? Du siehst so im Alma aus. Ja, manchmal muss man auch einfach dann nichts mehr sagen, wenn ein Gag nicht zündet. Aber wir haben es gleich geschafft, Leute. Ihr müsst es nicht mehr lange über euch ergehen lassen. Denkt immer dran, es ist alles purer Zusatzcontent. Und es spricht der Wahnsinn aus mir, weil, ich sag nochmal, es ist wirklich mega heiß hier drin in der Bude. Und bevor wir gar nichts machen, machen wir nochmal einen kleinen Blick. Was ist das da unten? Was ist das da? Hä? Da ist ein Kaktus-Symbol. Da ist ein Kaktus-Symbol. Warum das denn? Das ist mir vorher nicht aufgefallen. Oder es ist mir aufgefallen und ich denke einfach nur, es wäre jetzt neu. Dabei ist es gar nicht neu. Ist ja auch schon eine Woche her, das darf man auch nicht vergessen. Also wer das hier in der Playlist sich anschaut, es lag die E3 dazwischen, ja, hier zu meiner Verteidigung. Und das ist schon ein bisschen hier neu für mich wieder. Aber nur ein bisschen. Man kam ja sehr schnell wieder rein. Und wir können auch nicht sofort zur Aue. Wir müssen erst hier landen und dann rausgehen. Oh, das heißt, wir haben sehr viele Ladescreens.
Oh, nochmal laden und nochmal laden. Dann gehen wir bestimmt nochmal in einen Dungeon. Da muss nochmal geladen werden. Und ich hoffe, da wird vorher eine Speicherstatue sein, weil, wenn wir wieder verlieren, heißt es, bitte vom letzten Speicherpunkt, und der ist vor einigen Ladescreens gewesen. Und das dürfen wir auf jeden Fall nicht nochmals angucken. So, mal gucken, was ich... Hä, ich will... Warte mal. Wo ist denn jetzt hier... Oh, ich muss schon wieder den ganzen Weg nach oben. Ey, Leute, wirklich, wie oft... Ah, aber hier, da. Die hatte ich ja auch im Kopf. Und könnt ihr euch noch daran erinnern? Ich habe doch gesagt damals, es sieht so aus wie eine Endkampfbühne. Und genau so ist es. Da ist nämlich so ein Denkmal gewesen. Hammer. Ey, aber wirklich, wie oft müssen wir diesen Weg zu Fuß nach oben laufen? Das ist wirklich der Hammer. Bestimmt das sechste Mal, oder? Die Area ist clear of threats. Also warum sie hier nicht eine Abkürzung hingesetzt haben, also... Kann mir keiner erzählen, dass das jetzt super Spaß macht, genau denselben Weg immer wieder von vorne bis hinten abzulaufen. Weil du kannst ja noch nicht mal die Gegner hier in der Zwischenzeit besiegen, weil die durften ja auch unter unserem Level liegen, oder? Ja, 14 kommen dieses Jahr. Dann macht es ja erst recht keinen Sinn. Dann zwingen die uns quasi, diesen ganzen nervigen Weg immer wieder zu laufen. Obwohl die ganz genau wissen, wir können keine Erfahrungspunkte sammeln. Wir kriegen keine coolen Items. Das ist einfach nur hier Schikane, mehr ist das nicht. Pure Schikane. Speichern, auf jeden Fall speichern. So, mal gucken. 10.06. war das letzte Mal. Ja, heute ist der 18.06. 8 Tage her und wir haben es 22 Uhr. Wisst ihr, was ich denn nach der Folge mache? Ich habe gerade angefangen, für mich Anime on Demand zu entdecken. Und ich habe damals mir auf Japanisch und Deutsch untertitelt angesehen, dann Machi, dann Machi, dann Maki. Wie heißt denn das? Is it wrong to irgendwas? Und da geht es auch darum, dass man in so einen Dungeon reingeht und versucht halt seine Familie in einem guten Ruf dastehen zu lassen, dass man immer stärker wirkt. Und ja, das ist auch schon die ganze Geschichte. Ich fand es damals cool. Ich habe es mir dort angesehen. Und ich fand es Hammer. Die erste Staffel, ich habe die auf Deutsch geguckt. Und jetzt möge man meinen, das kannst du doch nicht machen. Auf Deutsch ist das niemals... Doch, Leute. Deutsch war der Hammer. Ihr müsst euch das angucken. Weil das hatte... Es hatte so einen ganz komischen Humor. Ich habe mich richtig oft weggeschmissen. Aber auch nur, weil es deutsch vertont war. Kennt ihr noch diese alten Dragon Ball-Folgen? Wo die so richtig deutschen Humor, ähnlich wie bei Bud Spencer und Terence Bill, Sill, diese ganz komischen Sprüche, die es von früher halt gab. Ich kann das gar nicht nachmachen. Mir fällt auch kein Beispiel ein. Es gibt ja hier heutzutage, kannst du auch nachgucken bei YouTube, hier Best of Sprüche, Dragon Ball Deutsch. Alter, ey, da sind ein paar Sachen dabei, da schmeiße ich mir hier heute noch weg. Und so ähnlich war es bei manchen Situationen bei Dan Machi. Es ist großartig, aber auch nur Staffel 1. Staffel 2 hatte schon keine deutsche Vertonung mehr. Und war auch nicht mehr so gut wie die erste Staffel. Ja, wollte ich nur noch mal so erwähnt haben. Ist übrigens auch ein Grund, warum ich nicht mehr so viele aufnehme zurzeit. Neben der E3. Where could the kind sphere be? Na, wir müssen weiter nach vorne. Da war noch so ein. Whoa, what? Be careful! Something's coming. I cannot believe this is happening. No. The kind sphere was the pride of my kingdom and my father. I will not give in. I see lance attacks are your specialty. Wieso kommt denn jetzt auf einmal eine Bienenkaiserin? Also, keine Ahnung, was da gerade los ist, und ich hätte auch noch eine Nuss nehmen müssen, habe ich gerade gesehen. Well, as both the princess.
captain of the Amazon Guard. I swear that I will win this fight! Let the magic flow through me! Es hat ganz schön lange gedauert, bis Reese jetzt aktiv wurde. Und da haben wir wieder das gute alte Problem. Die Leute agieren wieder sehr schlecht. Und tja, was soll ich machen? Don't keep me waiting. Ich muss Angie spielen, anders geht's nicht. Ja, der große Flächenangriff, der macht schon Sinn. Ich gucke erstmal, ob wir irgendein Element haben, was mehr Schaden macht. Bei der Bienenkaiserin. Sieht aber nicht so aus. Oh, hier fehlt so ein Analysezauber. Oder es gab ihn und ich habe ihn schlicht noch gar nicht freigeschaltet. Kann natürlich auch sein. Ja, Hammer, oder? Also die gute alte Haut-Drauf-Strategie klappt auch immer noch. Naja, wir haben Glück, dass diese Bienenkaiserin sich dann doch eher auf die anderen Helden konzentriert. Also ich werde natürlich bewusst die anderen nicht heilen, weil natürlich habe ich nicht vergessen, wenn einer stirbt, bekomme ich einen Boost auf Schaden. Ich wollte sagen, ich bin ja schon fast begeistert, dass meine beiden anderen Helferlein nicht draufgehen. Wir haben auch Glück, dass sie uns gar nicht anvisiert, sehr oft. Ist er weg? Das war's? Okay, das war auch sehr einfach. Also von der Schwierigkeit war das auf jeden Fall das Einfachste. Und wir haben sie auch nicht ausgeknipst. Was ist das? Could it be the kind sphere? Weil wir so gütig waren, um sie am Leben haben lassen? Protecting the kind sphere. If that is the case, I regret our violent actions. Don't be sorry. You didn't know. Oh, come on. We should check to make sure that's the kind sphere. Of course. Ist auch so geil. Aber Doran hat schon den geilsten Spruch gemacht. So auf die Art, oh, ich hätte sie nicht umbringen dürfen. Sie war doch nett. Aber du wusstest es nicht. Von daher ist alles okay. Like the spirits of my father and mother are flowing through me. Their kindness. Father and mother. You have grown so much, Reese. I see you took care of Elliot as best you could. Even in my absence. Such a heavy responsibility for a child. Oh, kann bitte diese eine Textnachricht weg. You did so much on your own, despite your young age. I fear I relied too heavily on you, Reese. Forgive me. No. No. There is nothing to forgive.
have not once regretted my choices. I see. Thank you. Rhys, I am sorry. We must leave this realm soon. Please, continue to take care of your brother. May the winds always blow favorably upon you. Ist das nicht faszinierend? Do not worry, Father. Mother, I will continue to live up to your memories. Diese Nachricht, Alter. Both as your daughter. Ich kann mich nicht auf den Text konzentrieren, es tut mir leid. Watch over me. With Laurent's legendary kind sphere, I will be able to progress to class 4. Was auch immer. Ich will, dass das weg ist. Du hast gewonnen. Warum steht das dort? I am sorry to have taken up so much of our time. Shall we be off? Also ich hoffe, dass es jetzt weg ist. Gemeinsame Fähigkeit. Stellt nach dem Sieg in einem Kampf... Ach, das ist unnütz. Brauchen wir nicht. Ich brauche irgendwas, was in einem richtig fetten Endkampf einem hilft. Okay. Hat sich hier ein Bug eingeschlossen? Dann schaue ich mal auf die Uhrzeit, weil ich wollte jetzt mit euch noch schön die Klassen mir angucken. Aber es ist auch nicht schlimm, wenn wir heute eine kurze Folge machen. Dann werde ich mir die einfach selber mal anschauen. Und das machen wir auch dann beim nächsten Part. Oder machen wir hier einen Break? Ach komm, ich mache hier einfach einen Break, dann ziehen wir uns das gleich nochmal gemeinsam rein. Ich habe wirklich keine Ahnung, warum das jetzt da eingebrannt ist in der Mitte des Bildschirms. Keine Ahnung. Also bis gleich. Ich bin dann mal so frei gewesen, habe mich mal zur Statue der Göttin begeben und ich musste doch nicht neu laden. In dem Moment, als ich Flämmchen geholt habe, war auch dieser komische Bug weg. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier tatsächlich die Klasse wechseln können. Ich bin gespannt, ob wir auch dann eine andere Optik nochmal bekommen. Na, jetzt bin ich gespannt, was kriegen wir für einen coolen Shit. Die vierte Klasse. Vielleicht haben wir ja Zugriff jetzt auf alle Klassen und können uns da eine Optik aussuchen, also irgendein Kleidungsstück. Wäre ziemlich cool. Oh, Hammer, Alter. Alter, das sieht richtig fett aus. Ja, man kann ja so von Tattoos halten und so, aber allein diese Armschienen, die mich so komplett an Monster Hunter erinnern. Und der Kopfschutz und der Schulterschutz. Alter, richtig gut. Das sieht richtig gut aus. Berserker. Und ich kann es auch nicht irgendwie beeinflussen. Es ist einfach genau... Also... Seine Ausrüstung. Nichts hier mit... Zwei Möglichkeiten. Das heißt ja... Es gab ja vier Stränge, die ich hätte gehen können. Und es gibt bei jedem Helden noch so eine epische Endausrüstung. Wie geil ist das? Ich will das sehen. Ich will das alles sehen. Ich will sehen, was der so... Oder wie die anderen aussehen. Aber extra die Items für Hammer, oh, ich hab auch keinen Bock. Mal gucken. Eine der höchsten Kämpferklassen. Ja, eine von den vier, ne? Berserker besitzen die Angriffskraft der Duellanten und die Stärke der Schwertmeister. Daher können sie gegner mit roher Gewalt und verschiedene Angriffe ausschalten. Ja, der Hammer. Der Hammer. Erhöht Angriff und Verteidigung um 2%, wenn normale Angriffe treffen. 30% erhöhte Angriffsstärke. Das ist echt fett. Greifst du 15 Mal normal an und dann hast du einen Boost, 30%. Der aus dem Schwert strömende Kampfgeist umhüllt den Feind und fügt ihm gewaltigen Schaden zu. Das ist der letzte Klassenangriff. Wir gucken mal, Stärke plus 28. Alter. Ultimativer Schwertkämpfer. Also allein dafür hat sich das schon gelohnt, weil das sieht echt gut aus. Gefällt mir. Das ist Monster Hunter Style. Also ein bisschen Rathalos, oder? Hat man sich da was abgeschaut so ein bisschen?
Rathalos-Set. Bin ich voll damit zufrieden. Wir haben 2 weitere Fähigkeitenplätze. Habe ich noch einen... Nee, wir haben aber nicht mehr Klassenangriffspunkte. Es bleibt bei 4, oder? Werden wir gleich sehen. Welche Fähigkeiten ich reinsetze, das werde ich dann später für mich selbst entscheiden. Das machen wir nicht gemeinsam, aber die anderen beiden Klassen, die gucken wir uns noch an. Aber da bin ich mal gespannt, was die Mädels jetzt bekommen. Guckt ihn euch an, Leute. Ey, ich muss es austesten. Ich muss auch einfach jetzt noch ein bisschen kämpfen und die Klassenangriffe austesten. Das machen wir dann ja auch noch gleich. Who is switching classes? Oh, ist das cool. Das ist richtig cool. Try to switch your class. Das ist so ein schönes Gefühl. Oder gibt's nur einen? Weil wenn ich mal so die Bäume mir so anschaue... Ich glaube, egal... welche Richtung ich gelaufen wäre... Jeder von den Helden hat nur einen einzigen richtigen Klassen 4 Effekt. Ein Skill. Ein Outfit. Kann das sein? Das ist dann das, was da oben in der Mitte ist, nämlich. Oh, ich weiß es nicht. Ich müsste online nachgucken. Mach ich aber nicht. Mal gucken. Mal gucken, was Reese bekommt. Wahrscheinlich ein Hauch von nichts. Okay. Meteorit. Also ich muss sagen, das Outfit vorher hatte mir irgendwie mehr zugesagt, weil... Was sind das da für riesengroße Ohren? Ich will das andere Outfit. Das andere sah süßer aus. Eine der höchsten Amazonenklassen. Meteoriten besitzen die Ausdauer einer Vanadis und die Unterstützungsfähigkeiten der Speersterne. Sie stellen den Stützpfeiler dar, der ihre Gruppe zum Sieg bringt. Ja, passt ja. Also, dann ist sie Unterstützer und unser Hau-Draufheld ist einfach Durant und der magische Angriff geht über Angie. Licht der Linderung stellt bei einer seines Klassenangriffs 10% der TP aller Verbündeten wieder her. Oh, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Oder macht sie einfach hier Stufe 1 Angriff? Dann kriegt sie bei einer 4er Ladung 40% der TP. Wie haben wir es das? Das ist ja nicht gebunden an die Stärke eines Klassenangriffs. Dann nutze ich einfach den billigsten Klassenangriff und stelle somit immer 10% TP wieder her. Das ist richtig gut. Heilige Energie, das ist eine Meteor-Herabstürzende. Enorm Schaden, Alter. Muss ich testen. Alles testen. Testen, testen, testen. Ja, ich finde, das ist immer noch so ein sehr süßes Outfit. Werde ich vielleicht zurückwechseln? Ja, naja, wobei, das geht. Geht schon. Hauptsache Minirock, Hauptsache Strapse, darum geht's. Aber nee, diese Ohren. Dieser Ohrenhelm. Mit dem Horn in der Mitte. Gefällt mir überhaupt nicht. Ist nicht meins. Das ist nicht meins. Ich werde es mir mal online angucken. Das werde ich auf jeden Fall mal tun. Da bin ich. Ich will wirklich wissen, wie die anderen Outfits aussehen. War das, was ich da bei Durant gesehen habe, das war ja schon richtig cool. Bei Angie habe ich jetzt ein bisschen Angst, weil sie war ja schon in der letzten Montur schon sehr leicht bekleidet. Ich ahne Schlimmes, Leute. Ich ahne Schlimmes. Wobei, guck mal, hier geht's eigentlich. Wenn ich jetzt mit... Naja, doch, so kann ich mich schon eher anfreunden mit ihr. Die Schleife hinten ist süß. Na, komm, lassen wir. Wir lassen es einfach so. Who is switching classes? Wir machen dann sowieso nur noch eine Folge, denke ich. Weil jetzt haben wir unsere Klassen geändert. Und danach geht es dann nur noch in eine Richtung. Und zwar zur Succubus. War doch eine, oder? Ich glaube, ja.
Try to switch your class. Looks like you don't have the class item that you need to switch to a new class. Cheer up. We can try again later. Ach, wir... Hä? Habe ich von ihr das nicht bekommen? Habe ich vergessen, das Item einzusammeln? Ich habe doch jetzt nicht wirklich das Item vergessen einzusammeln. Das heißt, ich muss diesen ganzen Kackweg nochmal hierher zurücklaufen. Oh, richtig nervig. Wie konnte denn das passieren? Ich habe mich nämlich vorhin die ganze Zeit gewundert. Wir haben bei jedem Erhalt dieser Kugeln irgendeine Klassenfähigkeit bekommen. Und ich habe gerätselt hier in mich rein. Was gab's denn bei Angela? Gar nichts. Weil ich ja einfach die Kugel nicht genommen habe. Oh, okay, krass. Wie konnte das passieren? Oder hätte ich zur... Ach, ich muss zur Mutter zurück. Warum? Ich muss jetzt nicht wirklich die Mutter ansprechen, dass sie sagt, oh, du hast den Doppelgänger besiegt? Na, gib mal her die gesammelte Energie. Du hast doch Energie gesammelt, oder? Weil damit kann ich die Kugel wieder herstellen. Und hier, bitteschön, meine liebste Angie, Töchterlein, ändere doch damit bitte deine Klasse. Tja, dann machen wir das jetzt nochmal gemeinsam. Aber kann ja auch nicht schaden, denn ich hätte sowieso nochmal gewollt, dass wir unsere neu gewonnenen Klassenangriffe einmal testen. Und von daher, dann ist dieser Weg, der jetzt eigentlich unnötig ist, hat er sogar nochmal einen Sinn. Ja, und die Ladezeiten. Je länger ich die sehe, desto mehr wünsche ich mir eine PlayStation 5. Das alte Leid, das immer noch Mangelware auf dem freien Markt herrscht. Das ist so, es ist so traurig. Die Zeit der Reseller, sie ist noch nicht vorbei. Und ich bin auch immer so ein Ticken zu spät. Immer wenn ich die Info lese, ja, heute gibt es nochmal einen Nachschub. Dann hauen die Bestellungen immer so ganz früh raus zu Zeiten, wo, weiß ich nicht, wo man nie da ist. So 9.40 Uhr und dann hast du bis 9.45 Uhr Zeit, alles leer zu kaufen. Das ist so scheiße. Das ist immer unterschiedlich an Tagen. Das ist mir auch zu anstrengend. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Also ich hätte zwar gerne eine PlayStation 5, aber da jetzt jeden Tag, jede Minute drauf zu achten, You are positively brimming with magic. Angela, you have completed the trial. Admirably. Now, touch the Sage Sphere. You have returned the Sage Sphere back to its former glory. Altanish legend says that with this, you can unlock the powers that Master Grand Qua developed long ago. Class 4. Angela, I am so proud that you are my daughter. Mother. No matter what, know this. You are the true heir to the throne of Altana. Take courage in your accomplishments. I will. There's something I have to do. Excuse me. Remember, this will always be your kingdom and your home. Come back to us, my Angela. With this Sage Sphere, I can become Class 4. Also wer es noch nicht verstanden hat, wir können jetzt endlich auf Klasse 4. Wurde ja im Spiel noch nicht erwähnt,
Wahrer Schutz, gemeinsame Fähigkeit, wahre Königin erhöht zu Beginn des Kampfes, Magieangriff. Das ist doch mal nett. Das ist doch mal nett. Das ist ein Gruppenangriff. Richtig cool und vor allem, dass das muss Angie noch nicht mal bekommen. Das nehme ich auf jeden Fall mit rein. Das ist bestimmt ein Effekt, der nur für ein paar Sekunden anhält, kann ich mir vorstellen. Wie, let's get go zu Guan Kua. Kann ich bei ihm die Klassen wechseln? Hätte ich gar nicht zum Mana-Bomb gemusst? Wir gehen trotzdem nochmal zum Mana-Bomb. Also, gut zu wissen, ich habe jetzt das Gefühl, dass ich wirklich da gar nicht hin hätte müssen, aber egal. Wie schon gesagt, wir machen jetzt zum Abschluss nochmal so ein bisschen Probe draufhauen. Habe ich richtig Bock, denn ich will das live in Action sehen, unsere neu gewonnenen Skills. Da gehe ich jetzt rein. Was muss, das muss, und ihr wollt doch auch sehen, was denn dieser neue KA-Angriff an Auswirkungen hat. Ob wir die Gegner jetzt so richtig wegballern oder eben nicht. Ich will den Meteor sehen. Aber die bloße Vorstellung, dass das jeder andere Ausrüstungsbaum eine komplett andere Endfähigkeit gibt, ist auch ziemlich geil. Oder doppelt sich das irgendwann? Das würde ich gerne mal wissen. This is my fight. No need to trouble yourself. Okay, also Durant hat jetzt gleich 4 volle Balken. Bin ich mal gespannt. Ich bin wirklich richtig gespannt. Jetzt. Oh, 4000er. Ein 4000er, warte mal. Das waren 100, 100, 100. Dann kamen 900, dann 4000. Ist da. Ich bin mir nicht sicher, aber so 6000 Schadenspunkte könnten es gewesen sein. Aber lohnt sich das? Bei einem Verbrauch von kompletten 4 Balken. Wenn der Gegner damit immer gestunt werden kann, ist das in Ordnung. Aber guck mal, wir machen ja mit normalen Anschlägen auch nicht so wenig Schaden. Dauert zwar länger, aber... Naja. We should continue on our journey. Naja, mal gucken, wie es jetzt bei Reese aussieht. Ja, wir haben es auch bald geschafft. Ja, dass wir hier so einen langen Weg haben, ist natürlich ein bisschen nervig, aber ja, wie gesagt, wir müssen. Wir müssen es einmal austesten. So, hier ist besser. Ja. Also das sah schon mal vom Effekt her geiler aus. Aber der Schaden war nicht so hoch. Da müsste man genau zählen, wie viel waren das jetzt? Einzelne Treffer meine ich. Weil wir haben die Zahl 250 sehr oft gesehen, so als Mittelwert. Und wie cool ist das? Das haben wir auch schon, Gott sei Dank, für Angie gleich mit viel KA-Punkte gesammelt. Da kann sie direkt ihren neuen Skill nochmal benutzen. So, jetzt haben wir's. Jetzt bin ich gespannt. Wie wird Angie aussehen? Wahrscheinlich nur ein Stringtanger. Und den hat sie auf dem Kopf. Oder... Oh, diabolisch mit Hörnern.
Ja, damit kann ich mich schon mehr anfreunden. Also das ist auf jeden Fall... Hat sie mehr an als noch in der letzten Form. Und sie hat komische Augen. Also, als Armschutz. Aber ich mag die Hörner, die gefallen mir. Und der Rest ist auch, ja, finde ich auf jeden Fall besser als letzte Klamotte. Lassen wir so. Angie, ja, das ist okay, damit kann ich mich anfreunden. Eine der besten Markenklassen. Wie heißt denn das? Zurze heißt es doch bestimmt nicht, oder? Zurche wahrscheinlich. Können Gegner wie eine Runenmeisterin auslöschen, verfügen über die magischen Fähigkeiten einer Hexe. Ja, bla. Stellt beim Erleiden von Schaden 3% der MP wieder her. Jetzt hat sie ja noch eine höhere MP-Regenerationsfähigkeit. Eine 1000 Tonnen Eisblock stürzt herab und fügt Gegnern im Angriffsbereich gewaltigen Schaden zu. Ein 1000 Tonnen Eisblock. Klingt irgendwie nicht so geil. Für die mächtigste Attacke einer Zauberin. Ja, da war es ein Hauch von nichts. Na ja, doch, das ist schon cool. Das ist eine coole Klamotte, gefällt mir. Ja, das ist cool. Finde ich gut. Bei ihr passt das. Steht ihr gut. Der Tod steht ihr gut. Denn so sah es nämlich auch aus. Die Augen, das sind doch hier keine heiligen Augen. Das haben bestimmt irgendwelche diabolischen Augen. Vom Teufel selbst geschmiedete Ausrüstung, die wir jetzt tragen dürfen. Okay, dann haben wir einen Durant, der vom Monster Hunter kommt. Dann haben wir hier eine Angie, die vom Teufel selbst gesponsert wird. Und dann haben wir irgendeine Meteoriten-Reese, die jetzt als neue Aufgabe hat, uns eher zu unterstützen. Also Stützi. Dann gehen wir mal auf Ausrüstung, denn hier gebe ich mal den neuen Fähigkeiten-Effekt von Angie mit rein. Oh stimmt, das war ja gar nicht so schlecht. Das nehme ich auf jeden Fall mit rein. Weil wir haben so viele normale Kämpfe. Ich habe völlig vergessen. Wieso habe ich denn das draußen? Das sag ich ja, weil das Spiel ja vorbei war. Wie hieß denn das jetzt? Wie hieß denn jetzt die Fähigkeit, die wir gerade bekommen haben für Angie, dass wir den Schaden erhöht bekommen. Wahrer Schutz war es gewesen. Ey, das habe ich jetzt Ewigkeiten nicht gefunden. So gefühlt 5 Minuten sind jetzt vergangen. Ihr habt ja oben die Zeit. Ihr könnt ja sehen, ich habe keine Ahnung, wie lange ich jetzt gebraucht habe, aber das hat gefühlt eine Ewigkeit gedauert. Nutze ich mit rein. Jetzt haben wir erhöhte magische Angriff und erhöhte magische Abwehr. Und genau das braucht ja auch Angie. Denn jetzt machen wir nämlich die Probe auf Exempel. So, meine kleinen Gegnerhorden. Angie ist da und sie hat ein Geschenk für euch. Nämlich 1000 Tonnen. Let's take it out. Before it does more damage. She is solid. Protection. Ten annihilation. Stay true. Also, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll, weil... Haben wir jetzt irgendeinen Bonus bekommen noch? Stärke wurde erhöht. Ich habe keine Ahnung, ob Angie dadurch nochmal uns ein paar Buffs gegeben hat, aber der Schaden, der war nicht so hoch. Also, dann war das, was ich bei Durant gesehen habe, auf jeden Fall das Beeindruckendste. Diese 4000 plus die anderen noch dazu, so 6000, einfach so völlig unerwarteter Gesamtschaden. Das ist schon krass gewesen. Und Angie dann mit ihren 1000 plus 2000 oder 3000 war nicht dolle. Also ich gucke mir in aller Ruhe nochmal an, wie ich hier die ganzen Sachen beskille. Und dann sehen wir uns nämlich in der nächsten Folge wieder, wenn wir zum Buch zurückkehren. Und dann, ja, mal gucken, wann ich die Zeit finde. Aber das ist mir heute auf jeden Fall zu heiß gewesen. Hat man wahrscheinlich auch gemerkt.
Egal, das war es dann wieder so eine kleine Folge, dass wir doch noch ein bisschen weitermachen. Und dann werde ich am Sonntag, vielleicht in aller Früh, da muss ich ja nicht arbeiten, da ist es nicht ganz so warm, da werde ich mich nochmal hinsetzen und da kann ich mir vorstellen, dass ich dann so richtig durchballer, bis wir auch dann ja, das Endgame einmal gesehen haben, bis der Boss liegt. Das ist zumindest der Plan. Okay, das war's. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Haltet durch, tapfer. Die Tage werden wieder ein bisschen kühler. Ansonsten genießt natürlich auch trotzdem die Sonne. Wir hatten ja dieses Jahr noch nicht so wirklich einen krassen Sommer. Also nutzt die Strände. Die Bars haben ja auch wieder geöffnet. Es wird besser, Leute. Und damit rein hauen und tschüss.